Servus und willkommen bei Planet Base. Da sind wir wieder. Jetzt habe ich gerade eben schon Deckel runter gemacht und Geschwindigkeit nach oben. Es freut mich, dass ihr wieder hier dabei seid beim Zusehen. Wir sind ja stehen geblieben mit keinem Wasser. Ja, ich weiß, dass der Biodom kein Wasser hat. Ich hoffe, das wird sich jetzt dann gleich wieder bessern. Ich denke mal, da kommt jetzt auch schon unser Metall für unseren weiteren Wasserextraktor. Und dann hat sich. Und der Ingenieur fehlt auch noch, genau. Ach ja, genau, ich sehe gerade, ich habe hier endlich wieder einen Roboter. Und da kann auch gleich der nächste gebaut werden. Das ist doch perfekt. So, wo bleibt er jetzt? Ja, dieses doofe Arzneimittel geht mir jetzt so der Deckel. Wo ist jetzt hier mein Ingenieur? Wo bleibt er? Komm. Hat sich dieses Drama erledigt? Ey, komm, ich hab doch genügend. Ich hab doch sechs hier, also. Das kann es aber nicht liegen. Wo kommt denn der jetzt her? Ist der jetzt irgendwie hier ganz außen rumgelaufen oder was? So was Bescheuertes. War ja klar, dass sich jetzt das Ding wieder erholt hat, gell? Ja. Jetzt da. Ah, meine Güte. Er braucht zum Glück noch kein Wasser. Wir können. Jetzt komm schon. Egal wie sehr ich es versuche, ich schaffe nur bloß sieben Betten rein. Egal wie oft ich es versuche. Ich hoffe es immer wieder, vielleicht doch ja. Entschuldigung. Hat sich gerade der Stuhl verfangen, deswegen. So. Der Ausgang ist auch schon gebaut, das ist sehr gut. Also ich glaube jetzt echt, die wollen mich hier veräppeln oder was? Da flacken zwei Kranke auf der Station. Wie schaut es hier hinten jetzt mit unserem Arznei aus? 99%, ja wunderbar. Und der Roboter ist schon wieder kurz vorm kaputt gehen, ja, halt beschädigt, er braucht Wartung. Oh, und meine, sehe ich auch gerade hier, meine Ersatzteile haben sich auch ganz schön reduziert. Ah ja, da kommt ja schon wieder Nachschub. Jetzt so langsam kommt die Ding wieder Produktion erst wieder hinterher. Das ist. Komm, jetzt machen wir da die Reparaturstation hin. Lass mal die produzieren. Ich glaube, die haben sich wahrscheinlich davor schon von selber erholt, oder? Ja, das glaube ich auch eher, dass das passiert.
sie müssen jetzt zwar immer allgemein ein bisschen, es geht eigentlich mit, denke ich mal, mit den Kantinen, sage ich schon wieder, ich meine Kajüt, ne? Geht's, glaube ich, sogar einigermaßen. Also ich hoffe es doch mal, dass es geht. Ich überlege jetzt auch gerade, ob ich hier nochmal eine reinhau. Aber ich denke, ich werde hier unten auch eine Kantine hinsetzen. Ne? Habe ich ja vorhin erst erzählt, wie groß doch mein Ding ist. Hier treffe ich den jetzt auch. Da schaut. Ah, ich glaube, der ist immer geschützt, der Ingenieur. Die Ingenieurin ist immer geschützt. Ich glaube, das ist so. Das ist gut. Ja, doch, doch, die sind. Die sind überschneidend, das ist mir wichtig. Ja. Da müsste doch jetzt nochmal was. Ach, die haben sich wieder verletzt. Ach, komm, die machen mich. Die wollen mich jetzt bloß ärgern hier, oder? Das ist doch bloß dazu da, um mich zu ärgern. Ich glaube, ich sollte langsam wieder mal Kolonisten reinlassen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Biologen und Ingenieure jetzt erst einmal. Nochmal 50-50. Wenn jeweils 2-2 kommen würden, wäre natürlich perfekt. Nee, jetzt produzieren sie auf jeden Fall flotter. Bioplastik, das ist gut. Gut, die Autobot-Reparaturstation ist auch gebaut. Super. Es ist schon interessant, dass ich bis jetzt eigentlich noch nie einen Händler geholt habe, gell? Ich denke mir das die ganze Zeit schon irgendwie. Ich hole mir irgendwie nie einen Händler. Wenn euch die Videos gefallen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Das würde auch den Kanal unterstützen. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, aktiviert gern die Glocke.
Kommentare sind auch immer gern gesehen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns auf Discord, auf meinem Discord-Server, sehen würden. Ich hoffe, dass wir dort eine wachsende Community werden. Und natürlich wünsche ich mir auch, da hoffe ich, meine ich, nicht wünschen, ich hoffe, wir sehen uns auch auf meinem Twitch-Kanal. Der Beschreibung ist in der Kanalbeschreibung mit dabei. Jetzt haben wir uns neben zwei Biologen. Jetzt haue ich hier noch auf Ingenieure. Wann und wie ich streame auf Twitch, wird hier angezeigt. Das sind meine festen Termine bis jetzt. Die werden natürlich auch noch weiter ausgebaut. Was ich dort streame momentan sind Manorlords, Palworld und Green Hell. Wenn da von eurer Seite noch vielleicht andere Wünsche sein würden, könnt ihr das gerne mit in die Kommentare schreiben. Mal gucken, wie weit das ich da was machen kann. Wie weit das funktioniert, wohlgemerkt. So, jetzt sind wir wieder so weit. Jetzt kommt Metall doch schon wieder nicht mehr hinterher, oder was? Weil ich ja auch festgestellt habe, mit den Turbinen kommen wir auch nicht mehr auf einen Nenner. Ja, nur wenn sie maximal laufen, glaube ich. Ja, wenn sie 33 mal arbeiten. Ja, 33, der 33, ja, der 33. Aber 99 und dann wären wir hier bei. Nee, kommen wir nicht mehr auf den Nenner. Nee. Ganz und gar nicht mehr. Ja, perfekt. Genau so habe ich mir das gewünscht, das habe ich 40. Obwohl, wir aktivieren nochmal. Ich hole noch mehr Arbeiter hier. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, jetzt schieben wir auf jeden Fall Bioplastik wieder gut was da. Ich glaube, ich kann das wieder irgendwas ausbauen. Aber habe ich ja eigentlich sogar schon soweit. Das Labor. Ja, das Labor wäre, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir nochmal ein Labor bauen würden. Entweder machen zwei kleine. Oh, wir könnten da noch mal einen zweiten hinsetzen, ne?
das machen wir dahin. Weil dann setze ich hier, mache ich hier ein Fleisch und hier mache ich dann rein Arznei. Genau so mache ich das. Dann laufen die Biologen zumindest nicht ganz so weit. Ein Arbeiter ist gekommen. Nur einer, schade. Aber ich brauche eine neue Windturbine. Endlich kommen Roboter her. Das freut mich jetzt auch. Ja, ich arbeite ja daran, dass wir unsere Arzneimittel mehr Produktion nach oben treiben. Das ist ja alles in Arbeit bei mir. Schauen, kriegen wir dann. Wenn ich den dann hier hinkriege, weil das bin ich klasse. Ach, die kriege ich gerade nicht mehr geheilt, das ist doch. Auch zum wahnsinnig werden. Müsste ich doch 20 da haben, oder? Ja, gut. Nein. Ja, Kolonisten wieder aus. Ja, jetzt merkt man schon, dass das Ding weit weg wird. Ich komme da erstmal in den Arbeitstisch rein. Ja, ich muss erst beenden hier. Und einen vierten hätten auch noch Platz, aber ich lasse erstmal bei 3. Das wird Schwein. Das bleibt Gockel. Das bleibt Gockel. Das wird Mu natürlich. Das wird Schwein. Fehlt bloß noch der weitere Mu.
Ja, ich kann ja verstehen, dass die langen Laufwege den Leuten tierisch auf die Nerven geht. Würde mir auch nicht anders gehen. Dass die da immer in den Sumpf reinlaufen, finde ich auch cool. So, jetzt müssten wir aber auch Arzneimittel wieder in die Gänge kriegen. Aber ach, wenn ich nur einmal diese Meldung jetzt kriege, werde ich auch wieder zum Hirsch. Beruf erreicht. Oh, dass ich doch mal ein Achievement krieg. Überall bekannt. Ist natürlich jetzt schlecht, dass ich jetzt noch gar keine Waffen habe. Das heißt doch, ich habe jetzt einen Ruf von 100, gell? Das müsste es bedeuten. Müde, das ist doch unglaublich. Naja, zumindest sind sie schon mal voll belegt, das ist gut. Es geht ja doch alles vorwärts. Ja, Arzneimittel, bla bla bla. Oh, perfekt. Ja, da kommt es beim Multidom rein. Das brauchen wir hier unbedingt. Die sind so weit auseinander. Ein Speckwegraum. Ja, siehst du, er wird dringend gebraucht. Der Ingenieur kam sofort und hat's gebaut.
Und natürlich fehlt hier hinten auch dringend noch eine Kantine. Ja, da kriege ich sie hin. So. Aber das ist doch gemein, oder? Ich mache jetzt die Kantine an den Speckwegraum. Warte ich bloß noch, bis das Metall kommt, dann lasse ich die Kantine hier bauen. Ja, perfekt. Biodom, Speckwerkraum und dann kommt hier noch eine Kantine. Mache zwei Hanteln rein. Das. Bank ist immer gut. Und einen langweiligen TV-Sender. Ah, und jetzt fehlt schon wieder Metall die ganze Zeit, gell? Das war ja aber klar. Das war klar, dass das jetzt passiert. Aber es hat sich die ganze Zeit schon abgebildet. Ich müsste mir auch mal Gedanken machen, wo ich dann jetzt den Handelshafen hinsetze. Aber ich würde ja eh nach da oben auch noch bauen. Ich denke, der kommt dann mal. Dauert zwar noch ein bisschen, bis es soweit ist dann, aber ich meine, sie wächst ja kontinuierlich. Es wächst hier alles kontinuierlich. Das ist so. Thank you.
So, Entschuldigung. Haben wir jetzt gerade bloß dreimal was umgehauen hintereinander. Gleiche. Beim Aufräumen. Und bevor ich jetzt mit dem Stuhl drüber fahre und alles kaputt mache. So, genau, wie gesagt, da hinten machen wir das dann noch. Wie schaut es denn jetzt allgemein soweit aus? Speckwerkraum ist fast fertig. Kantine ist in den letzten Zügen. Ich hoffe jetzt mal, die Ding steigt. Die Nacht haben wir zwar auch gut überstanden vom Strom her. Gut, klar, das machen viel die Blitze aus. Das wissen wir ja. Und es ist schön, dass sich jetzt echt zu langsam Arzneimittel erholen, sich wieder Nahrung, könnte man bald wieder platzen. Das müsste ja einen exzellenten Ruf hier, hä? Das ist doch das, was wir haben wollten. Was brauchen wir? Ein Ingenieur kann hier Waffen herstellen. Ja, das müssen wir jetzt auch bald machen. Aber wir müssen uns davor Tatsache schon wieder überlegen, wir müssen irgendwie eine neue Aufbearbeitungsanlage bauen. Geht nicht anders. Ich mache diesmal eine große. Ich denke, ich kann hier unten nochmal eine hinsetzen. Nochmal einen Ausgang, nochmal eine Mine. Haben wir hier unten drei Minen. Ich denke, das ist dann auch relativ vorteilhaft. Hier kommt noch eine Verbindung wieder hin. Verbindung. Nochmal ein Schlafsaal in die Ecke dann, genau. Machen wir dann so und da noch irgendwas drin. Genau. Das ist dann sehr gut. Wie voll ist das Lager? Gut. Jetzt hat sich das hier unten doch ganz schön verändert mittlerweile innerhalb von relativ kurzer Zeit sogar eigentlich. Aber dann hat sich jetzt echt diese... Den kann ich auch bald abbrechen. Abreißen die Luftschleuse, weil wenn ich hier die Verbindung bringe, ist das Ding eigentlich relativ sinnfrei. Wer ist intelligenter, setzen hier hin. Ganz ehrlich. Doch, doch, das machen wir jetzt gleich. Wir setzen den hier gleich hier hin. Genau.
Also, die Kantine ist jetzt auch gleich fertig. Gut, ausrüsten werde ich sie heute nicht mehr. Ich hoffe trotzdem, dass die Folge euch gefallen hat. Lasst gern, wie gesagt, ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.